Hallo liebe Zuschauer, wir spielen weiter die Rückkehr 1.12.9 Rebalance im Hardcore-Modus und sind unterwegs zu Xardas, weil wir mit ihm noch ein paar Dinge besprechen müssen. Da ist unser Freund Herbert. Der hat nichts zu sagen. Der Gute. So, Xaras. Hey, du. Ich habe merkwürdige Dinge am Eingang zum Tempel des Schläfers entdeckt. Orkgeister und einen Tunnel, der ins Innere des Berges zu führen scheint, er ist aber durch Felsbrocken versperrt. Du kommst gerade rechtzeitig, denn ich habe soeben die Antwort auf diese Frage gefunden. Dieser Tunnel führt zweifellos zum Tempel des Schläfers. Die Orks schlugen sich gleich nach dem Fall der Barriere dorthin durch und beseitigten sämtliche Trümmer. Dann allerdings haben sie den Ort fluchtartig verlassen und den Eingang verriegelt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, weshalb. Nach einiger Zeit erkannte ich darin einen weiteren bösen Scherz Belias. Es amüsiert ihn wohl sehr, wenn sich seine Diener gegenseitig umbringen, nur um zu beweisen, wer seinem Herrn am besten dient. Wie es aussieht, werden wir es mit einem weiteren mächtigen Gegner zu tun bekommen. Was ist das für ein Feind? Woher soll ich wissen, wer das ist? Einer von Belias Auserwählten, nehme ich an. Und ich glaube nicht, dass er in seiner Kraft den Drachen nachsteht. Belia würde nie jemanden bevorzugen, der machtlos und schwach ist. Davon abgesehen, könnte er höchstwahrscheinlich der neue Herr der Klinge sein, die du damals im Tempel des Schläfers gefunden hast. Urizil, der Tempel ist eine wahre Brutstätte für solche Geschöpfe. Die dämonische Aura dieses verfluchten Ortes verleiht bei diesem Wesen noch mehr Kräfte als es jetzt schon hat. Allem Anschein nach waren die Orks nicht in der Lage, diesem Bösen zu widerstehen. Zudem haben sie ihn, indem sie die Trümmer entfernten, von einer weiteren Sorge befreit. Die Orkgeister, die du am Eingang gesehen hast, stellen eine hervorragende Abschreckung für all jene dar, die seine Ruhe stören wollen. Du wirst dich noch einmal dorthin begeben müssen, um herauszufinden, was für eine böse Macht sich dort verbirgt. Tja, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Wie gelange ich in den Tempel des Schläfers? Neben den Felsbrocken gibt es keine Spur eines Hebels oder Schalters. Die Orks haben die Felsbrücken höchstwahrscheinlich mit einem komplizierten Zauber belegt, so dass sich der Tunnel nicht so einfach öffnen lässt. Ich fürchte, ich kann dir dabei nicht helfen. Du wirst es alleine herausfinden müssen. Ich bin überzeugt, dass nur die Orks selber die Antwort auf diese Frage wissen. Na schön. Danke für den Rat. Gut, gut. Danke, Xaras. Dann können wir wieder zurück Richtung Minental. Wir werden jetzt im Minental Urshak aufsuchen und der sitzt irgendwo in der Nähe von Xaras altem Turm.
Dann wollen wir mal rüber. In das alte graue Minental, das voller Orks ist. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz schnell das Ulumulu, damit wir uns sorgenfrei durch die Orkreihen bewegen können. Wird zwar ein bisschen problematisch werden wegen dieser ganzen Orkhunde und Waage, aber solange uns die Orks nicht auf die Pelle rücken, ist das schon echt ein großer Gewinn. Ich hatte doch vorhin gesagt, wir ausgerüstet. Jetzt geht's. Okay, ich merke gerade, dass ein paar Dinge hier fehlen, wegen dem Renderer. Das ist so ein altbekannter Bug, da kann man nichts machen. Wenn man zwei Welten besucht, dann kann er manchmal die Normalmaps von der anderen Welt nicht laden. Deshalb werde ich mal kurz aus dem Spiel rausgehen. So. Dann starten wir das Ganze nochmal. Sollte kein Problem sein. Und dann müssten auch die normalen Maps geladen sein. Dauert natürlich ein bisschen. Ja, jetzt sind die normalen Maps auch da. Das ist direkt ein krasser optischer Unterschied. Sehr schön. Dann können wir weiterspielen. Ein Dunkelpilz, den ich wohl übersehen habe. Wie so viele andere auch. Unkraut, das brauchen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich verwandle mich jetzt. Sehr schön. Das klappt gut. Und es ist gar nicht am Ruckeln, obwohl hier so viele Orks sind. Das ist super. So, wir sind gleich da. Zum Glück. Ganz schön gefährlich hier. Bei diesen ganzen Viechern ist das echt nicht so einfach.
Nachladeruckler. Okay. Da ist so ein Drecksvieh. Erledigt. Das Thema wäre durch. Tja, wie machen wir das? Ich kann nicht als Varan zu Urshak, sonst gibt's Probleme. Zurückverwandeln? Jetzt sag mir nicht, du kommst hier hoch. Das wär's noch, Jung. Oh je, ich mache überhaupt keinen Schaden. Nein. 86 Stärke. Schutz vor Feuer haben wir 20. Das ist ein bisschen wenig. Nein. Tja. Wie kriegen wir dieses Vieh platt? Das ist die Frage. Ich habe Eispfeil noch gar nicht geholt, ne? Das hätten wir machen sollen. Mist. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, ich kann mich mit dem nicht anlegen. Der tötet mich. Ich verbrenne sofort. Das geht leider nicht. Kugelblitz, das wird niemals reichen. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich kann ja gucken, wie viel ich ihm abziehe, aber das wird nicht so viel sein. Okay. Ich habe ihn wahrscheinlich gar nicht richtig getroffen. Tja, das war's dann wohl. Ja. Da geht nichts mehr. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu diesem Steinkreis zu laufen. Um eben diese Eispfeilrune zu holen. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Denn anders kommen wir sonst nicht weiter. Und ich habe natürlich keinen Geschwindigkeitstrank. Oh Mann, ey, das ist ja richtig schlecht. Jetzt stecke ich aber wirklich in der Patsche. Das ist richtig schlecht. Was soll ich jetzt bloß machen? Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich kann auch keine Akrobatik oder sowas. Verwandeln kann ich mich auch nicht mehr. Dann muss ich wohl oder übel versuchen, laufend durch die Orkreihen durchzugehen. Das wird tödlich enden, das weiß ich jetzt schon.
Oh, wie kann man so scheiße vorbereitet sein? Ich war doch gerade eben noch in Korinis. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle heute mal Schluss. Ist halt ein kurzer Part geworden. Ich muss mir das offscreen nochmal genau überlegen, wie wir das machen. Bevor ich jetzt blindlings in den Tod laufe. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.